Hi! Heute machen wir ein Hochzeits-Make-up in rosa. Mein Hochzeitskleid ist leider oder Gott sei Dank lagernd im Geschäft, deswegen habe ich das nicht. Deswegen habe ich heute so einen schönen Hochzeits-Jogging-Anzug für euch an. Ja, der muss reichen. So, erstmal den ganzen Scheiß aus dem Weg. Ihr solltet nur schön. Ich muss mal aufpassen, dass jemand. Das ist so kurz, dieses Crop-Sweatshirt-Geschichte-Ding, dass da immer mein BH rausschaut, aber man sieht es eh nicht im Video. Aber wie macht ihr das? Leute, die sowas regelmäßig im Alltag anziehen. Na, Bertha, willst du raus? Okay, ich lass dich raus. Generell rate ich euch natürlich immer, eine professionelle Visagistin oder Make-up-Artist zu beauftragen für euer Braut-Make-up, wenn das irgendwie in eurem Budget ist, weil ja, es sind halt Profis. Wir können sicherstellen, dass es wirklich lange hält, dass es für euren Hauttyp geeignet ist, dass es für eure Gesichtsform geeignet ist. Was ich euch heute zeige, wird natürlich so sein, wie es für meine Gesichtsform am besten ist, für meine Haut. Ich schreibe auch einen Blogpost dazu, da könnt ihr vielleicht ein bisschen noch näher, sind noch ein paar andere Tipps dabei, auch Produkte vielleicht für dunklere Hauttöne, weil ich bin ja wirklich sehr, sehr hell und sehr rot. verlinke ich natürlich unten. Ist so sau heiß, Leute. Nur weil ich mich irgendwie 2 Sekunden lang bewegt habe, was ich davon auch sagen wollte. Aber ich verstehe natürlich, speziell in Pandemiezeiten ist das schwieriger, mit den Visagisten zu buchen und die zu haben und generell auch einfach das alles zu organisieren. Deswegen dachte ich mir, ist vielleicht eine ganz gute Idee, so ein Tutorial zu teilen. Und rosa ist schon etwas, das viele haben wollen. Ich persönlich werde wahrscheinlich eher so die peachige Richtung gehen, also die Pfirsich-Richtung. Vielleicht lade ich da auch noch was hoch. Irgendwann später. Der erste Schritt, einer der wichtigsten Schritte, der Grund, warum ich jetzt auch die Ausbildung zur Kosmetikerin mache, die Haut richtig vorbereiten auf das Make-up. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein. Ich habe Blogposts dazu verfasst und auch, glaube ich, Videos, zumindest für trockene Haut ein Video, schaut euch das an. Es ist sehr wichtig, dass eure Haut gut vorbereitet ist, gut hydriert ist und eventuell auch mattiert ist, wenn ihr sehr fettige Haut habt. Also das habe ich jetzt alles gemacht. Ich verwende dann noch diesen Hylamide Blur Primer, einfach um meine großen Poren ein bisschen zu kaschieren. Das ist einfach, ja, ein sehr gutes Silikongemisch, das halt einfach den Anschein gibt, dass die Poren ein bisschen verfeinert sind. Ja, aber das ist einfach, ja, und ich weiß nicht, seit ich Vitamin C verwende, habe ich so auf dem Hals sauf Lip-Pickel. Ich meine, die auf der Nase und hier sind eh klar wegen der Maske, ne? Not impressed. Ich verlinke euch alle Produkte unten. So wie immer, und schreibt das wahrscheinlich auch irgendwie dazu. Ich fange ganz gerne mit dem Gesicht an. Ich weiß, dass viele gerne mit den Augen anfangen, wegen Fallout und so. Wenn ich sehr dunkle Augen schminke, dann mache ich auch die Augen zuerst. Aber generell mag ich das, wenn der Canvas quasi fertig ist und ich mir die Vision richtig vorstellen kann. Deswegen fange ich auch heute mit dem Gesicht an. Und zwar mit Underpainting. Underpainting ist einfach, dass man den Highlighter und die Kontur unter die Foundation setzt. Das macht das Ganze natürlicher und einfacher, wirklich. Ich fange mal mit der Kontur an. Dann nehme ich den Charlotte Tilbury, meine verhasste Verpackung. Nehme ich diesen Contour Wand. Boah, wie soll ich das? Das ist mir wieder alles voll und ich hasse es so sehr. Ich hasse diese Verpackung so sehr. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man muss das hier halt so aufdrehen und dann kommt da Produkt raus. Aber es kommt auch immer, also ich mache es eher auf eine Palette, weil ich das einfacher finde zum Arbeiten. Aber selbst wenn ich den Sponge verwenden würde, ist das trotzdem total mühsam und furchtbar. Ich mache da jetzt ein bisschen Kontur unter meinen Wangenknochen hier. Und um meine Stirn ein bisschen kleiner zu machen, mache ich das so hier in die Mitte von meiner Stirn. Bisschen was die Seite der Nase. Hier ein bisschen was, um da diese komische runterhängende Haut ein bisschen zu kaschieren. Und hier das Doppelkinn. So.
blende ich jetzt ein bisschen, muss aber nicht so hardcore verblendet sein, weil es kommt ja noch die Foundation raus, aber drauf. Aber so ein bisschen halt. Dann ein Liquid Highlighter. Ich verwende hier den ABH Liquid Glow in Perla, aber es gibt heutzutage so viele gute Liquid Highlighter. Ich werde viel mit mit Creme-Produkten und flüssigen Produkten arbeiten und dann nochmal drüber gehen mit Puderprodukten. Das müsst ihr natürlich nicht machen, ihr könnt auch nur Puderprodukte oder nur Creme-Produkte und flüssige Produkte verwenden, aber die Haltbarkeit verbessert sich wirklich ungemein, wenn ihr beides macht. Weil dann müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt natürlich mehrere Schichten Farbe, also wenn zum Beispiel die erste Schicht ein bisschen abgeht, ist es halt nicht so tragisch, weil da immer noch eine Schicht drunter ist. Wenn es jetzt sehr humid ist, und kann wieder nicht reden und schminken gleichzeitig, wenn es jetzt hier sehr humid ist und ich jemanden mit einer sehr fettigen Haut habe, dann verwende ich weniger Cremeprodukte, das ist dann ein bisschen kontraproduktiv. Also ihr habt eh gesehen, ich habe es hier auf die höchsten Gesichtspunkte gemacht, Nasenspitze, Nasenrücken, hier die Wangen noch ein bisschen aufs Kinn und ein bisschen Cupid's Bow und halt so Mitte der Stirn. Achso, unter die Augenbraue auch. Ich werde jetzt vor der Foundation schon mal ein bisschen Color correcten, weil dann werde ich sehen, was ich schon geschafft habe, mit der Foundation abzudecken und kann danach noch mit Concealer reingehen. Da verwende ich heute von Tilt Makeup diese Fart Cream Mini Palette und zwar werde ich da das Grün, nehme ich das gleich mal ab, werde ich da das Grün verwenden. Wo ist es? Da, dieses Grün. Und entweder dieses Peach hier oben oder dieses Peach hier unten, aber wahrscheinlich eher eine Mischung. 10, 11 Minuten gefilmt und noch gar nichts gemacht, also alles schief läuft. Ihr habt jetzt übrigens hier meine schönen Weihnachtsbaumleuchten, weil ich bin eine Basic Bitch und ich lieb's. Ich werde aber wahrscheinlich welche in Weiß bestellen oder irgendwann kaufen, wenn man mal wieder in Geschäfte gehen darf. Ich habe jetzt den Peachigen so einfach auf einen Fächerpinsel genommen und arbeite das jetzt hier schön überall dort ein, wo ich ein bisschen bläuliche Verfärbungen habe. Zur Farbkorrektur habe ich auch mal einen Blogpost geschrieben. Wenn ihr jetzt nicht einen Hautton wie ich habt, dann kann es schon sein, dass ihr andere Farben braucht zum Korrekten. Ihr müsst halt wirklich eure individuelle Farbe anschauen, die ihr korrigieren wollt. Gut, dabei lassen wir das mal. Dann nehme ich das Grün über meine Rötungen. Dann kommen wir jetzt zur Foundation. Ich verwende an mir selber, wenn etwas sehr lange halten muss und auch an, ich würde sagen, wirklich 90% meiner Bräute die Tempo Perfect Canvas Foundation. Die hat so ein semi-mattes Finish und sie ist einfach, also man kann sie sehr dünn arbeiten oder auch aufschichten, also für eine höhere Deckkraft. Ich finde sie einfach perfekt für ein Braut-Make-up, sie ist wasserfest und ich habe noch nie eine Foundation verwendet, die wirklich länger hält als diese. Ihr könnt die, also ihr müsst die nicht in diesen Pods kaufen, ihr könnt die auch normal kaufen und auch ohne den Kompressor verwenden. Der Kompressor hilft nur bei der Applikation und hilft auch dabei, dass man wirklich dünne Schichten arbeiten kann. Sonst könnt ihr natürlich auch, wenn ihr leichtere Coverage haben möchtet, einfach eure Lieblingsfoundation nehmen und ein bisschen Feuchtigkeitscreme reinmischen und habt ihr eine BB-Cream. Oder welche ich noch empfehlen kann, vor allem für trockene Haut, ist die Face Atelier Pro Foundation, Ultra Pro, und für fettige Haut die Too Faced ist ganz gut dafür. Ja, oder es gibt eine Hourglass Foundation, schreibe ich vielleicht unten rein, die speziell für fettige Haut ist, die ist ziemlich gut auch für fettige Haut, aber die ist sau teuer. Ich habe jetzt übrigens die Farbe 1N, das ist der hellste neutrale Ton, den sie machen. So, jetzt habe ich mal eine Schicht
Dann gehe ich mit der Intensität ein bisschen runter. Und mache noch so ein bisschen Spot Concealing damit. Jetzt lasse ich das kurz ein bisschen trocknen. Und gehe dann mit noch einer Schicht drüber. Aber wie ihr seht, es ist jetzt schon wirklich sehr, sehr schön. Und ihr seht, dass der Glow so ganz natürlich, in Anführungsstrichen, da so ganz natürlich durchscheint. So, von der Coverage her passt mir das super. Aber ich gehe noch ein bisschen unter den Augen und auf ganz kleine Stellen gehe ich noch ein bisschen mit einem normalen Concealer drauf. Einfach nur hier ein kleiner Klecks. Und auch hier außen. Nehme ich den gleichen Pinsel wie vorher. Schaue nur, dass da kein Grün mehr dran ist. Arbeite das erstmal mit dem Pinsel so ein bisschen ein. Und gehe dann nochmal mit dem Finger drüber. Die Punkte hier lasse ich jetzt ein bisschen antrocknen und verblende sie dann einfach mit meinem Finger. Dann verwende ich einen Creme Bronzer. Ich verwende für mich selber und für meine sehr hellen Kunden gerne diese Farbe. Aus dem Grund, weil, also wie ihr seht, ist das ein bisschen fast ins Rosane rein. Das sieht dann sehr, sehr hellen Kunden wirklich super gut aus. Ihr müsst natürlich nicht nur für euch selber so eine komplette Palette kaufen. Das ist einfach für mich oder war für mich sehr, sehr praktisch, das in meinem Kit zu haben. Mit dem Bronzer verbinde ich jetzt quasi die Kontur, die ich darunter gesetzt habe, mit dem Highlight und dann auch mit dem Rouge. Also gebe ich das so quasi unter und auch auf meine Wangenknochen. Das verbindet das Ganze einfach ein bisschen. So, dass es nicht so wie zwei Linien ausschaut. Dann noch auf mein Forehead. Bisschen auf die Nase. Bisschen auf den Hals. Ah, ich liebe diese Foundation. Das ist so gut. Als Creme Rouge nehme ich eins von RCMA. Das ist so ein Altrosa. Aber wie gesagt, im Blog schreibe ich euch noch ein paar Alternativen dazu. Ich verwende natürlich, also wenn ihr mich zum ersten Mal schaut, ich verwende nur tierversuchsfreie Produkte und hauptsächlich auch vegane Produkte. Deswegen bin ich halt ein bisschen limitiert, speziell was Drogerieprodukte angeht. Und ganz ehrlich, habe ich auch nicht wirklich das Geld nur für Videos, die irgendwie 10 Leute schauen. Drogerieprodukte auszuprobieren, die ich dann nie wieder verwende. Deswegen bin ich schon eher so auf der High-End-Seite, aber wenn nicht zur Hochzeit wandern. Das gebe ich einfach auf die Wangenknochen so und ziehe es hoch zur Schläfe. Ein bisschen gebe ich auch auf den Nasenrücken, einfach um das ein bisschen abzurunden. Ja, können wir dann eh noch sehen mit mit dem Puder können wir das Ganze dann ein bisschen intensivieren oder halt abschwächen. Ich versuche eher zu tupfen, damit ich die Foundation, die ich unten und drunter gemacht habe, nicht zu sehr disturbe. Und wie ihr seht, ist das Highlight ist das immer noch da. Ihr seht ja da die ganze Zeit mein Licht. War schon die ganze Zeit so. Tut mir leid. Augenbrauen mache ich eigentlich eh wie immer. Ich verwende fast an allen Menschen. Erst ein Primer, der ist von Anastasia Beverly Hills. Das ist einfach ein Wachs, um den Augenbrauen Form zu geben. Dann verwende ich einen Augenbrauenstift in der richtigen Farbe und dann noch ein Augenbrauenpuder und dann meistens auch noch ein Gel. Ich versuche gerade meine Augenbrauen auswachsen zu lassen, damit ich sie dann für die Hochzeit neu laminieren kann und neu färben kann, damit sie nicht so scheiße aussehen. Dafür habe ich jetzt halt Zebra-Augenbrauen. Sieht so scheiße aus, aber naja. Deswegen gibt es ja Schminke. Und eigentlich ist es mir auch scheißegal, weil ich gehe eh nirgends hin. Wieso habe ich da überall Haare? Ah. So, ich kämpfe sie halt in Form mit einem Spoolie. Dann habe ich hier meinen Lieblings-Augenbrauenstift. Das ist der NYX Micro Brow Pencil. Dieser hier ist jetzt in Taupe. Und ich mache da ziemlich willkürlich einfach die Lücken auffüllen und ein paar
ganz leichte Brushstrokes einfach. Ich bin so enttäuscht, weil, also wenn die Hochzeit stattfinden kann im April, ich glaube 2 oder 3 Wochen danach bin ich fertig mit den Schienen. Aber ich habe jetzt so, also auf ein paar Zähnen, ich habe zum Glück eh nicht so viele, so Attachments nennt man die drauf, das sind halt so kleine Punkte, die dabei helfen, einfach die Zähne zu verschieben. Das war mir nicht bewusst, bevor ich diese Schienen bekommen habe, dass man die bekommt. Aber ja, tut man. Und sie sind nicht ganz unsichtbar. Nehme ich auch noch hier ein Augenbrauenpuder. Diese beiden. Was ist das? Auf Taupe. Okay. Ich vermische die einfach. Und da gebe ich auch noch mal leichte Striche. Überall da, wo es noch notwendig ist. Ab und zu mal wieder durchkämmen. Dann wirkt es natürlicher und man weiß auch genau, wo man jetzt wirklich noch Farbe braucht, aber ich gehe dann eh noch, also ihr habt ja wahrscheinlich nicht so Zebra-Augenbrauen wie ich, deswegen braucht ihr das nicht so, aber ich brauche dann natürlich noch das Gel, das Gefärbte, damit das wirklich alles eine Farbe ist oder halt gleicher Typ von Farbe, weil meine Augenbrauen sind ja komplett weiß und ich, also blond und ich färbe sie immer. Dafür verwende ich wie immer das Essence-Gel. Das ist bitte so Zeug drauf, wieso? Das ist ein Ashy Brows, ja. Ich mag diese Farbe ganz gerne, obwohl ich finde Ashy passt nicht wirklich dazu, weil es doch recht warm ist und mit Ashy identifiziere ich eher ein sehr kaltes Braun, aber okay. Vielleicht ist das bei euch ja anders. Ich höre Geräusche und ich kann mir nicht sicher sein, ob das meine Katzen sind oder gerade eingebrochen wird oder so. Augenbrauen sitzen. So intensiv mache ich sie natürlich nicht bei allen, wenn sie das nicht wollen. Ich stehe einfach auf diesen Look. Dann machen wir doch jetzt mal die Augen. Ich glaube, da wartet eh jeder drauf. Was ich gar nicht verstehe. Ich mache viel lieber, ich finde, Gesicht hat viel mehr Effekt als alles andere, aber okay. Ich habe auch nicht so schöne Augen zum Schminken, deswegen wahrscheinlich Primer. Euer bester Freund, speziell wenn ihr ölige Augenlider habt. Bitte verwendet keinen Concealer als Primer, es wird nicht so lange halten. Ihr werdet Creasing haben, speziell einfach, wenn ihr ölige Augenlider habt. Wenn ihr trockene habt, dann könnt, maybe you can get away with it, aber generell würde ich euch bitten, bei einem Braut-Make-up einen Primer aufzutragen und zwar bis zur Augenbraue hoch. Wenn ihr unter dem Auge noch arbeitet, dann könnt ihr auch ein bisschen was unter das Auge geben. Wie ich vorher gesagt habe, mit dem, dass Leute die Augen gerne vorher machen, bevor sie die Augen machen wegen Fallout, deswegen sette ich mein Gesicht nicht mit Puderprodukten, das mache ich dann erst zum Schluss. Weil so kann man schon viel besser noch korrigieren. Um die Augenlider zu setten, verwende ich jetzt von der Hourglass, dieser Hourglass Palette, diese Farbe in, nein, diese beiden Farben. verbunden einfach, ich finde, das gibt einen schönen Glanz und dann tue ich mir ein bisschen leichter mit dem Ausblenden. Und, also ich finde, diese Puder machen wirklich viel für die Haut. Perfektionieren sie wirklich. Ich nehme jetzt nochmal die hellere Farbe. Ich gebe das da so unter die Augenbraue, obwohl. Also, so, ich bin kein Fan von so einem richtig starken Highlight mit super glänzender Farbe unter der Augenbraue. Das ist so ein bisschen 80er. Aber so ein bisschen darf dann doch nicht fehlen. Jetzt nehme ich gleich auch hier diese dunklere Farbe und konturiere so ganz leicht mein Auge damit. Also, es ist mehr so eine Tradition-Farbe als alles andere. Aber ich gebe das halt ein bisschen über meine Crease und gehe so vor und zurück. Wenn ihr kein Schlupflicht habt, dann könnt ihr es auch einfach in eure Crease geben. Aber so habe ich automatisch schon mal ein Auge, was ein bisschen definierter ist. Dann, also ich werde heute verwenden, warte, erst mache ich mal, um die Augen aufzuwecken. Hört sich jetzt komisch an, aber um also die Augen ein bisschen größer zu machen und wacher zu
zu wirken, ist es immer ganz gut, wenn man einen hautfarbenen Kajal in die Wasserlinie gibt. Das ist natürlich, kommt natürlich darauf an, welche Hautfarbe ihr habt, welche Farbe ihr da verwendet. Dieser hier passt halt ganz gut zu meiner Hautfarbe. Das ist der Charlotte Tilbury in Night Sheet. Macht schon einen großen Unterschied. Und also ganz früher hat man Weiß dafür verwendet, aber das finde ich überhaupt nicht schön. Das sieht nicht sehr natürlich aus. Dann, also ich werde heute verwenden diese zwei Paletten. Das sind... Ich habe mal ein Video über Hygiene von Make-up Artists gemacht und da habe ich mich über diese Verpackungen beschwert. Die sind so schwer sauber zu halten und das sind halt professionelle Produkte und das stört mich sehr. Gut, und zwar haben wir hier das. Es sind eigentlich, also das sind die Paletten, die ich so hauptsächlich jeden Tag in der Arbeit verwende, ja. Mir ist schon bewusst, dass ihr, wenn ihr euch nicht so viel schminkt und ja, die sind teuer und es lohnt sich nicht wirklich. Was ich euch empfehlen kann für ein rosa Make-up ist die Viseart Paris Edit, heißt die, glaube ich. Ich werde sie irgendwo verlinken. Die ist ganz, ganz toll, könnt ihr ganz, ganz toll dafür verwenden. Sonst könnt ihr natürlich auch einzelne Shades kaufen. Was ihr auf jeden Fall braucht für diesen Look oder generell für einen rosanen Augenlook ist einfach eine helle Farbe als Transition Shade, also als Übergangsfarbe. Dann eine etwas dunklere Farbe, um ein bisschen Definition zu geben. Ein Braun vielleicht oder eine noch dunklere Farbe für das äußere V, um da ein bisschen Definition zu geben. Und dann noch irgendwas Schimmerndes oder Glitzerndes für das bewegliche Lid. Das ist alles, was ihr braucht. Wenn ihr alles in rosa halten wollt, dann nehmt ihr einfach alles mit einem rosa Unterton oder in rosa. Und das war's auch schon. Ich fange mal an. Ich habe mir gar nicht überlegt, was ich verwenden werde, aber werden wir schon irgendwie herausfinden. Ich werde mich, glaube ich, in diesen drei Farben ein bisschen austoben. Oder am besten mit diesen zwei und dann nehme ich hier noch diese beiden Brauntöne dazu. Das ist mir, glaube ich, lieber, als dass ich ins Lila gehe. Und dann werde ich... das ist mir die fast untergefallen. Fuck, die ist so teuer. Und dann werde ich als Lidfarbe wahrscheinlich das verwenden. Vielleicht noch in Kombination mit denen oder auch hier unten irgendwas. Ja, so werden wir das machen. Aber ich fange mit dem gleichen Pinsel an, den ich da vorher hatte. Vielleicht hole ich euch ein bisschen ran dafür. Also wie gesagt, ich fange mit dieser Farbe hier an. Nehme das auf meinen Pinsel auf. Das gebe ich jetzt quasi da über die Farbe, die ich vorhin verwendet habe, um mein Auge ein bisschen zu konturieren. Es gibt mir jetzt einfach so einen ganz leichten Wash of Color, den ich wirklich total gut ausblende. Ich gebe das auch gerne ins äußere V ein bisschen und ein ganz klein bisschen unters Auge. Nichts Dramatisches, einfach das alles ein bisschen zusammenhält. Wenn ihr ein kleineres Auge habt als ich, dann verwendet einen kleineren Pinsel. Ich meine, hört sich logisch an, aber oft irgendwie machen das die Leute nicht. So. Dann nehme ich jetzt mal einen kleineren Pinsel, und zwar diesen hier. Und dann nehme ich den nächsten dunkleren Shade. Das ist jetzt so ein bisschen ein Mauve. Und das gebe ich jetzt quasi auch dorthin, wo es vorher war, nur dass es jetzt mit dem kleineren Pinsel ein bisschen konzentrierter ist. Und ich nehme ihn quasi von unten und mache ihn das so in meine Lidfalte rein. Das ist halt ein bisschen über meine Lidfalte. Einfach verblendet wird. So. Wie auch schon vorher verwende ich das auch hier im äußeren V. Stellt einfach sicher, dass ihr nicht zu weit runter geht damit, weil das zieht euer Auge nach unten. Ihr wollt immer, dass es ein bisschen nach oben geht, aber das könnt ihr auch im Nachhinein noch korrigieren, wenn ihr noch nicht alles mit Puder gesettet habt. So, auch das kommt ein bisschen unter das Auge, einfach um da ein bisschen einen Schatten zu haben. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu dem größeren Pinsel und blende das alles zusammen. Ihr seht, es ist bei mir ein viel, viel so immer zurück, immer wieder ausblenden, immer wieder zurück.
Ein gutes Augen-Make-up braucht einfach Zeit und vor allem halt viel Zeit zum Ausblenden. Das ist wichtig. Dann gehe ich jetzt in dieses kühle Braun, das ich euch vorhin gezeigt habe. Und platziere mir das hier nur so ein bisschen ins äußere Fahr. Ich will heute nichts Dramatisches machen, wir machen eher was Natürliches. Erstmal nur ein bisschen platzieren, um das zu definieren. Dann gehe ich wieder zurück zu diesem Pinsel, blende das aus und das wiederhole ich jetzt noch ein paar Mal. Jetzt habe ich Make-up auf der Kontaktlinse. Das ist immer gut. Wie ihr seht, also ich verblende das wirklich hier so komplett ins Nichts hinein, weil ich keine harten Linien haben möchte. Dann kommen wir jetzt mal zu einem Shimmer Shade. Das nehme ich auf so einem kompakteren Pinsel, also so einem Packer Pinsel. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, ohne es zu befeuchten. Ich habe jetzt mal diesen hellsten Shade genommen und den packe ich da jetzt so drauf. Das ist doch schon ganz schön. Ich besprühe von dem Pinsel mit ein bisschen Setting Spray, nur um das noch ein ganz klein bisschen zu intensivieren. Ihr könnt auch einfach euren Finger nehmen, das macht eigentlich das beste Resultat. Ich persönlich gehe mal ein bisschen über die Lidfalte, dass man das auch sieht, wenn noch mein Auge geschlossen ist. Aber wie gesagt, wenn ihr keinen Schlupflid habt, dann braucht ihr das nicht. Jetzt gehe ich nochmal zurück mit dem Blenderpinsel und verblende das so zusammen. Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, in der Kamera sieht es so komplett nicht verblendet aus. Aber in Natur ist es eigentlich hier verblendet. Naja, wir werden sehen. Jetzt nehme ich mal noch hier diese Ofra Palette und dann nehme ich den pinken Highlighter Shade da. Und das mache ich jetzt nur noch so im Zentrum des Lids. Ich glaube, dann nehme ich mal meinen Finger und auch ein bisschen hier im inneren Winkel. Um den Wimpernkranz zu verdichten, nehme ich einen schwarzen Kajal und gebe das, okay, da ist das so abgebrochen, ja, geht das so zwischen meine Wimpern und unter die Wimpern. Das lässt einfach den Wimpernkranz ein bisschen dicker aussehen. Auch wenn ihr keinen Eyeliner drauf macht. Habe ich da eine Wimpernzange? Habe nämlich nicht. Nein, natürlich nicht. Wimpernzange ist immer eine gute Idee. Jetzt weiß ich, wieso das da weniger aussieht als... Nein, da. Da. Das Licht kommt von da, also keine Ahnung, ob das deswegen ist. Gebogene Wimpern machen die Augen gleich ein bisschen größer. Wasserfester Mascara ist, glaube ich, klar. Ich verwende sehr gerne den Urban Decay Perversion in Waterproof. Also wenn ihr das bei der dabei belassen wollt, könnt ihr das natürlich machen. Ich werde jetzt noch zusätzlich mit Puderprodukten drüber gehen. Und zwar nehme ich als erstes mal hier das RCMA No Color Powder. Ganz wenig, ja. Ihr wollt nicht überpudert sein. Dann erstmal das ein bisschen abklopfen, falls das da der Concealer in die Falten gerutscht ist. Dann wieder ein ganz klein bisschen Puder abpudern. Bitte nicht baken, wenn ihr über 18 seid. Es wird euch kein gutes Resultat liefern. Für Fotos wollt ihr schon schauen, dass ihr vielleicht eher auf der matten Seite seid, je nachdem auch wie das Licht ist. Dann gehe ich noch mal rein mit dem mit einem Bronzer, einem Puderbronzer, der ist ganz hell von Hourglass. Gleiche Stelle wie vorher. Blush auch ein bisschen noch. Anastasia Beverly Hills, das Blush Trio, wie immer. Ich gehe einfach in alle Farben rein. Muss man gleich auch noch schauen, wie die Lippenfarbe wirkt, ob ich dann noch ein bisschen mehr Blush brauche. Aber ja. Anastasia hat auch ein schönes Blush-Trio in Berry-Farben für
etwas dunklere Hauttöne. Eigentlich brauche ich nicht wirklich noch Highlighter, aber ein ganz klein bisschen kann ja nie schaden. Ne? Ich gehe einfach wieder mit diesem Pinken, den ich auch auf den Augen verwendet habe, rein. Ganz klein bisschen wirklich fokussiert auf die Wangenknochen. Dann kommt der Lippenstift. Ich sage allen meinen Bräuten, dass sie entweder für die Trauung einen Liquid Lipstick verwenden sollen, der kissproof ist, oder den Lippenstift erst später drauf machen sollen, weil ich glaube, niemand will, dass der Lippenstift abfährt. Und so ist das halt garantiert. Einer meiner Lieblinge ist der Jeffree Star Birthday Suit. Der ist jetzt schon super alt. Aber den habe ich auch immer noch in meinem Kit, weil das eine echt schöne Farbe ist. Wieder so ein haariges Gesicht. Eigentlich dermaplane ich mir das ja immer. Zum Dermaflash habe ich ein Review, wenn ihr das sehen wollt. Aber jetzt im Lockdown, wozu? Ihr könnt natürlich auch einfach einen Lip Tint verwenden oder einen getönten Lip Balm für die unter euch, die es natürlicher haben möchten. Ah, dieser Lippenstift ist schon so ausgetrocknet. Meine Haut ist mir für nichts zu schade. Zu geizig, mir persönlich einen neuen zu kaufen. Das letzte, was ihr auf jeden Fall machen solltet bei einem Braut-Make-up, ist mit einem Setting-Spray zu besprühen. Auch wenn ihr keine wasserfesten Produkte verwendet habt, kann das nochmal dazu führen, dass es ein bisschen wasserfester ist. Absolutes Secret ist der Blue Marble Sealer, der ist ohne Alkohol, der grüne ist mit Alkohol. Verwende ich auch oft, wenn ich Tattoos abdecken muss oder so für Filmarbeiten. Ist wirklich sehr hardcore, brauchen wahrscheinlich nicht alle. Das All Nighter ist super, wenn ich sehr ölige Kundinnen habe, dann verwende ich sehr gerne D-Stick von Urban Decay, das ist auch super. Skininava, ja, ist genau das gleiche wie das Urban Decay, also ja. Ich verwende heute mal das Blue Marble. Das war's. Das ist der fertige Look von ein bisschen weiter weg. Obwohl, ich sehe gerade, ich glaube, ein bisschen Rouge mache ich noch drauf. Und der Lippenstift ist ja doch sehr intensiv. Also immer das Gesamtkunstwerk dann anschauen und schauen, ob noch irgendwas gebraucht wird. Das war jetzt zu viel, oder? Okay, dann nehme ich noch ein bisschen durchsichtiges Puder und versuche das ein bisschen auszublenden. Ja, rosa Braut-Make-up. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Bye!